Besatzer, raus aus Kurdistan! Alle Besatzer, raus aus Kurdistan! Also ich möchte noch mal festhalten, dass die Bundesregierung polizeilich, mit Waffenhandel, medial, politisch alles tut, um Erdogan zu unterstützen. Warum überfällt Erdogan, warum greift Erdogans Regierungsarmee nun Afrin an? Dass Erdogan jahrelang den IS unterstützt hat, dass der IS eigentlich seinen Willen durchsetzen sollte in Nordsyrien und eine Selbstorganisierung der multiethnischen Bevölkerung verhindern sollte oder zerstören sollte, das ist eigentlich allen bekannt. Als aber jetzt diese Selbstorganisierung in Nordsyrien, diese multiethnische Selbstorganisierung und Selbstverteidigung auch noch den IS aus Raqqa vertrieben hat, da war es für Erdogan zu viel. Dann hat er gesagt, hat er sich wohl gesagt, so, jetzt muss die türkische Armee selbst wieder da rein, wenn der IS das nicht mehr schafft. Und deswegen greift er erneut Afrin an, und weil sie mit Panzern gegen die Selbstverteidigung nicht durchgekommen sind nach Afrin, deswegen die Kriegsflugzeuge. Wir protestieren gegen die Politik der Bundesregierung, die das auch noch legitimiert und mit Falschinformationen und Teegesprächen vernebelt. Wir protestieren gegen weitere Panzerlieferungen, denn diese Bundesregierung stellt sich hin und sagt, regiert für Demokratie, für Menschenrechte, für die Rechte der Frauen, wie damals bei dem Krieg in Afghanistan oder die Soldatenentsendung nach Afghanistan. Wir alle wissen, dass es für die Frauen kein Deut besser geworden ist in Afghanistan seitdem. Und auch für die gesamte Zivilbevölkerung nicht. Das ist wirklich hinlänglich bekannt. Und deswegen protestieren wir nochmal gegen die verlogene Politik. Erdogan mit einem angeblichen in seinem angeblichen Verteidigungskrieg gegen Afrin zu unterstützen. Denn in Afrin werden die Frauenrechte wirklich verteidigt. In Afrin organisiert sich die Bevölkerung in Räten und auch die Frauen in extra Frauenräten. Nur diese Selbstorganisierung bringen wirklich Frauenrechte und eine Basis und demokratische Zivilgesellschaft. Wir fordern eine politische Lösung für ganz Syrien. Danke.